Ah, Genesis 2 ist eine unglaublich große Map und natürlich gibt es hier und da auch einen richtig, richtig geilen Base-Spot und ich habe den meiner Meinung nach besten Base-Spot gefunden und den schauen wir uns jetzt an. Moin, mein Name ist Nico der Profi und hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark. Der Genesis 2 Content wurde hier schon rausgeballert, wird immer noch rausgeballert. Hast du darauf Bock? Lass ein Abo da und ich würde sagen, wir gehen rein. Ich zeige euch mal kurz auf dem GPS, wo wir uns befinden. Und zwar sind wir hier auf der 41.062.7. Im Wesentlichen geht es um diesen Pillar davor und Wasserspeicher. Keine Ahnung, was es sein soll. Wenn ihr diesen also gefunden habt, dann ist alles easy. Und ich würde sagen, wir gehen mal eben rein. Nicht wundern, hier steht noch die ein oder andere Kreatur rum, auch im Wasser oder oben auf dem Turm. Das hat damit zu tun, dass ich hier die ganzen, ja, Creature-Videos aufgenommen habe, welche neu ins Spiel reingekommen sind. Wir gehen hier unten einfach mal rein. Ja, ihr macht einfach das, was ich auch mache. Wir gehen mal komplett den ganzen Weg einmal ab bis zur Location. Ist auch gar nicht so weit. Hier könnt ihr gut durchballern unten einfach. Und kleiner Tipp. Wir machen das Ganze mal auf Gamma 5. Dann sieht man hier ein bisschen mehr. Und das ist auch definitiv ein Gamma 5 Baseboard. Wir machen folgendes. Ach, die Haie brauchen uns gar nicht interessieren. Komm, einmal weg. Da vorne noch Alpha Megalodon. Das ist auch nicht so tragisch. Es sind einige viele hier auf dem Server. Hatten wir irgendwie 30, 40 hinter uns, als wir etwas versucht haben hier an der Base. Ist aber alles kein Problem. Ihr kommt da mit eurem Tech-Suit sehr, sehr schnell und einfach hin. Und hier ist auch schon die Base-Location. Wir gehen einmal rein. Wichtig, ich zeige euch das Ganze einmal unbebaut und gleich so semi-bebaut auf einem anderen Server, wo wir spielen. Und da sind wir doch schon beim Base-Spot. Wie gesagt, das ist ein Gamma-5-Spot meiner Meinung nach. Wir machen mal ein normales Gamma an. Dann sieht das so aus. Könntet ihr euch jetzt Lichter reinsetzen, wenn ihr Bock habt. Aber Gamma 5 sieht doch sehr nice aus. Was wurde im Chat gesagt? Irgendwie, das ist hier irgendwie so eine Absteige. Ja, dunkle Absteige. 5-Sterne-Hotel. Ja, so sieht es irgendwie aus. Gut, wir gucken uns das Ganze einmal an. Also wir haben hier auf dieser Seite einen Eingang. Und wir haben auf der gegenüberliegenden Seite auch einen Eingang. Das heißt, wir haben zwei Eingänge. Wer in Mathe aufgepasst hat, kann das ausrechnen. Das heißt, wir müssen auch nur zwei Eingänge verteidigen und die erreicht man halt auch nur übers Wasser, was auch schon mal ziemlich, ziemlich nice ist. Ich habe persönlich keinen Plan vom PvP, kann mir aber vorstellen, dass man das relativ leicht verteidigen kann. Gut, in der Mitte haben wir hier diese, ja, mit Pflanzen bewachsenen Grünstreifen und da können wir einfach auch Beeren sammeln, was mega, mega nice ist. Übrigens, links und rechts hier überall stehen auch kleine Bäumchen rum, ist auch mega nice, warum? Da kann man sich mal kurz Holzweg holen oder Stroh, wenn man mal kurz was braucht. Keine Ahnung, kann ja immer mal sein, dass man ein paar wenige Ressourcen benötigt. Die kriegt man hier weggeholt. Gut, hinten an der Wand, ja, haben wir hier nochmal so ein Podest. Da kann man also schön was draufbauen, wenn man Lust hat. Und weiter vorne gibt es auch noch ein Podest, was auch nochmal sehr, sehr nice ist. Ja, und dieses Podest ist nicht nur sehr, sehr nice, sondern man hat von hier eben auch den Ausblick in die Unterwasserwelt von Genesis 2, die ja relativ versteckt ist. Und das ist auf jeden Fall schon mal mega, mega cool. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen bebaut an und wie ich das Ganze aktuell nutze, weil das ist nochmal ein bisschen auf einem anderen Level, würde ich sagen. Zumindest eine Sache. Nicht die ganze Base, eine Sache ist auf einem anderen Level. So, da sind wir auch schon. Wir sind auf dem Sarazar PvP Cluster. Es ist Soft PvP, beruhigt euch. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ich erkläre euch mal kurz, was wir jetzt hier geplant haben in der Base oder mit der Base. Also hier oben, wir erinnern uns, das ist die Rückwand quasi. Hier würden wir gerne eine ganze Reihe von Item-Stands machen. Das ist der klägliche Versuch, hier ein bisschen was aufzustellen. Item-Stand ist ja auch mit Genesis 2 reingekommen, beziehungsweise es heißt Loadout Mannequin. Oder Mannequin. Ja, und die würden wir gerne voll machen, dass wir irgendwie, wir sind zu dritt in unserem Tribe, dass hier jeder so ein bisschen seine Station hat und dann wirklich mit einem Klick auch komplett das Inventory einmal tauschen kann. Was... Hallo, ich möchte gerne mein Inventory tauschen. Was natürlich mega, mega cool ist, dass das funktioniert. Und keine Ahnung, da hat man irgendwie ein Taming-Kit oder was weiß ich, ein Farming-Kit und kann das einfach mal schnell wechseln. Wobei das auf Genesis 2 wahrscheinlich nicht so relevant sein wird, weil wir einfach den Tech-Suit die ganze Zeit benutzen. Aber wenn man auf eine andere Map traveln will, was ich euch auch noch gleich zeige, wie das möglich ist von hier unten, ohne dass man an die Wasseroberfläche muss. Wir gehen einmal weiter. Also ich habe jetzt hier die Pillar gesetzt, um das Ganze zu claimen. Hier werden wir wahrscheinlich eine Turret-Wall hinballern auf beide Seiten. Also das wurde mir halt vom Chat empfohlen. Ich habe doch keine Ahnung, wie das geht.
Aber ich schaue mir das dann an und dann stellen wir da eine Turret Wall hin. Wie gesagt, ist Soft PvP, deswegen jetzt nicht so relevant. Hier vorne wird so unsere Zuchtstation stattfinden. Das heißt, wenn wir Rexe züchten wollen oder keine Ahnung was, dann wird hier gezüchtet. Im Idealfall fallen die Eier hier so runter. Wir wissen alle, dass sie nicht runterkullern werden, leider. Mit ein bisschen Glück sliden sie aber trotzdem runter. Gut, in der Mitte so ein bisschen symmetrisch habe ich das versucht, auf beiden Seiten hinzukriegen. Mit dem Abstand war ein bisschen schwierig, aber das passt einigermaßen. Haben wir jetzt hier unsere Schmelze und wir haben unsere ganzen ja, Sachen, die wir jetzt schon mit rübergenommen haben. Wir waren vorher auf Ragnarok und sind rübergetravelt jetzt in ein paar Stunden. Ja, wir können halt von hier dann zugreifen auf die Workbench und auch auf den Fabricator, was nice ist, weil ja, man sich dann nicht bewegen können muss, weil wir spielen ohne Mods und dementsprechend muss das irgendwie alles dicht beieinander sein. Und es wird eben so ablaufen, dass wir das hier weiter noch rumziehen und eben so eine ganze Reihe von Fundamenten dann hier haben. Und da unseren Stuff halt eben drauf platzieren können, was mega, mega nice ist. So, jetzt ist aber der Punkt, das war jetzt ja noch nicht Next Level, ist vielleicht schon aufgefallen, wir haben einen Strider in der Base. Gut, wir holen uns mal kurz eine Kryo-Kapsel, ich demonstriere mal kurz nämlich was, weil das ist gar nicht so leicht. Das ist schon relativ leicht, in die Base reinzubekommen, aber es ist halt nicht der konventionelle Weg, sage ich mal. Denn wir schauen uns das Ganze mal an. Kryo-Kapsel, ne, wird sich jetzt wieder denken, ja komm, gehst du doch einfach an den Strider ran und kryos den mal ein. Und nein, es ist kein Bug, es geht einfach nicht. Man kann keinen Strider in die Kryo packen. Das sorgt, ja, oder das führt dazu, dass man den natürlich andersweitig in die Base bekommen muss. Haben wir auch geschafft, haben 3 Versuche gebraucht auf unserem Server, weil wie gesagt, es waren 30 bis 40 Megalodons hinter uns her. Aber, wenn ein Freund von euch kiten kann, kriegt ihr den hier rein. Wir haben den hier reinbekommen. Wir haben eine Rampe irgendwann gebaut und so, damit er hier hochkommt. Und hatten ihn dann in der Base. Warum ist der Strider jetzt so genial bei uns in der Base? Das werde ich euch jetzt mal erklären. Wir gehen einmal oben rauf. Ich habe ja in meinem Strider-Video gesagt, I don't know, was das hier ist. Habe es mittlerweile ergänzt, weil es in den Kommentaren gesagt worden ist. Vielen Dank dafür. Geilste Community, muss man wirklich sagen. Auch hilfsbereit. Sehr, sehr nice. Es ist ein Transmitter. Was bedeutet das? Ein Transmitter verhält sich im Prinzip ja wie eine Missionskiste, wie eine Loot Crate oder wie ein Obelisk. Das heißt, wir können hier Sachen hochladen. Sachen hochladen bedeutet, dass wir aber auch hier zu einem anderen Server traveln können, wenn wir das wollten. Und das ist ja mal mega genial, weil wir einfach ja unser Kit wechseln können. Keine Ahnung, wir müssen irgendwas zähmen, was es jetzt hier vielleicht nicht gibt. Oder keine Ahnung, was wollen wir irgendwo raiden oder. Wir können das direkt von der Base aus machen. Und nehmen ja dann einfach unser komplettes Inventar auch so mit. Das ist mega nice. Aber noch ein Punkt, denn ich habe euch ja gezeigt, man bekommt die Beeren, Stroh und Holz. Da fehlen ja noch einige Ressourcen, die man jetzt hier nicht bekommt. Wenn man an die Wasseroberfläche schwimmt mit seinem Maywing oder keine Ahnung was, weil der geht hier auch mega ab im Wasser, dann kann man oben an den Missionsterminal gehen. Oder man hat sich oben noch einen weiteren Strider platziert. Und kann hier auf Ark-Daten gehen. Ark-Daten bedeutet, dass wir hier Sachen reinladen können. Moment, ich muss es in mein Inventar tun und muss es dann rüberziehen. Dauert einen kleinen Moment, weil auf einem Server. Aber wir können quasi mit einem Anki im Space-Biom Farm gehen, fliegen dann kurz zu einem Missionsterminal, laden da die Sachen rein. Und ja, im Prinzip kann dann niemand hier in der Base die Sachen rausnehmen. Wir haben die genaue Position des Striders noch nicht ermittelt und kann dann quasi die Sachen runterdroppen. Es ist eigentlich perfekt, holy moly. Ich kann die Sachen hier runterdroppen und dann kann einfach entweder eine zweite Person oder ich hier unten runterspringen, Metall nehmen, Metall hier reinscheppern und alles easy. Ist auf jeden Fall mega, mega nice. Und so kriegt man halt eben seine Ressourcen hier unten rein und das, wie gesagt, relativ easy und auf eine sehr elegante Art, wie ich finde. Und zusätzlich ist es ja auch so, dass der Strider natürlich auch als Bett dient. Das heißt, wenn wir sterben sollten, haben wir hier schon einen Respawn-Point. Lohnt sich auf jeden Fall, einen Strider hier mit reinzunehmen. Beziehungsweise ich würde halt einfach einen Strider hier mit reinnehmen, weil, holy moly, ist eine coole Sache. Feiere ich auf jeden Fall richtig. Aber so könnt ihr auf jeden Fall die Base nutzen. Und wichtig, das ist jetzt hier nur so ein, ich zeige euch kurz ein bisschen, was andersweise möglich ist. Wir sind natürlich noch gar nicht fertig und sind, wie gesagt, erst rübergetravelt. Aber einen Strider würde ich hier auf jeden Fall mit in die Base reinpacken. Und wenn ihr im Singleplayer unterwegs seid, alleine funktioniert das auch. Ja, und wenn ihr halt zu zweit seid, dann ist das schon sinnvoll, dass einer eben die ganzen Megalodons wegkitet und so weiter und so fort. Und was vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen ist, dieser Eingang, den ich euch anfangs gezeigt habe, also an der Oberfläche, ist nicht der einzige Eingang. Es gibt noch mehrere Zugänge hier, die hier alle reinführen. Im Prinzip gibt es ja mehrere von diesen Wasserspeichern. Sind sie jetzt einfach Wasserspeicher? Es sind keine Wasserspeicher, aber es gibt mehrere Dinger davon und da ist eigentlich auch immer ein Eingang dazu da. Und es gibt ja noch einen Eingang von dem Innenhof, den ihr quasi vielleicht auch schon kennen könntet. Zeigt das einmal kurz, wenn wir hier rausgehen.
können wir ja auch hier lang schwimmen wieder. Wir schwimmen den ganz normalen Weg zurück. Aber halten uns mal kurz ein bisschen links an der Stelle. Und dann sehen wir, dass hier vorne auch ein Eingang ist. Und beziehungsweise Ausgang, und da kommt man eben auch immer rein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr, vielleicht müsst ihr auch mal fliehen oder so, und dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt das, wie gesagt, einfach mit eurem Textsuit auch ganz easy hier erkunden und wisst dann auch, wo ihr hin müsst. So, guck mal, da sind wir jetzt schon wieder außerhalb der Höhle sozusagen. Die Lichtverhältnisse ändern sich ein bisschen. Und dann kommen wir hier auch raus, und eigentlich, wenn sie immer noch da ist, ja, die Kakinos ist immer noch da, dann ist jetzt hier die Kakinos. Wir können jetzt aber hier hochgehen. Lass uns mal dann nicht von... Ey! Ich wurde angegriffen. Irgendwas hat mich gerade erwischt, das war mir nervös. Ja, und dann sind wir quasi draußen, ne? Dann sind wir hier im Innenhof sozusagen. Ich zeige das mal vielleicht noch auf der Karte. Ne? Das kennt man vielleicht schon. Und dementsprechend, das ist ganz, ganz wichtig, vielleicht zu wissen, dass es eben mehrere Eingänge auch in dieser Höhle gibt und man dann nicht unbedingt immer alleine ist. Und wenn ihr dann Richtung Map-Mitte fliegt sozusagen, ich starke ja noch gerade ein bisschen, weil ich fliege, dann kommt ihr auch zu diesen Teleportern hier und kommt auch wieder ganz schnell nach oben. Kleinen Moment, guck mal, da vorne sind sie schon. So, wir fliegen mal eben rauf hier. Einmal raufjumpen. Scotty, beam me up. Und wir sind oben und können dann theoretisch auch von hier dann direkt in, ja, in Space kommen und so weiter und so fort. Und können dann eben hierüber wieder auch zum normalen Eingang ballern, den ich halt immer die ganze Zeit auch nehme. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.